Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch jetzt in diesem Video die Winterling-Aktion vorstellen. Worum geht es dabei? Das ist Teil dieser Frühblüher-Mitmach-Aktion, wofür es ein weiteres Video gibt. Sie findet allerdings nicht wie die im Oktober, November statt, sondern jetzt im April, Mai und noch Anfang Juni mit. Das hat ein paar Hintergründe, worauf ich später noch komme. Worum geht's? Es ist eine Frühblüher-, Bienen- und Insektenweideaktion, da die Winterlinge einer der ersten Pollen- und Nektarspender im Jahr sind. Wir werden besucht von Bienen, Hummeln, teilweise von allerersten Schmetterlingen. Und es geht tatsächlich um Blütezeiten, teilweise von Ende Januar über den Februar, in späten Jahren auch mal bis Anfang März mit. Aber sie sind genau in der Zeit, liefern die Pollen und Nektar, in der es ganz, ganz wenig Angebote gibt, außer vielleicht noch ein Haselpollen und der Winterheide gibt es da kaum was im Angebot. Und deswegen ist es besonders wichtig. Und die Winterlinge haben den großen Vorteil, sie bilden so wunderschöne gelbe Blühflächen, teilweise im Schnee, teilweise so in den Parks unter den Bäumen. Dort, wo es im Sommer richtig schattig ist, blüht es jetzt in der Zeit, wenn die Sonne durch das fehlende Laub bis zum Boden gelingt. Und deswegen sind Winterlinge auch besonders wertvoll, nicht bloß fürs optische Aussehen als schöner Frühblüher, sondern vor allen Dingen als Pollen- und Nektarspender. Hinsichtlich der Gemeinschaft, das Gemeinschaftliche als Aktion von den Bürgern zu machen, bieten sich die Winterlinge vor allen Dingen für die Zusammenarbeit der Kleingartenvereine und der Bürger an, da die Winterlinge keine Zwiebeln haben, sondern Knollen, die relativ schnell austrocknen und auch noch dazu neigen, wenn sie längere Zeit trocken gelegen haben, sich dann nicht mehr so schnell zu teilen, sodass es Sinn macht, dass man so wie die Knollen aus dem Boden kommen, die möglichst an anderen Stellen im öffentlichen Bereich einsetzt. Und in der Hinsicht ist die Winterlinge-Aktion genauso wie die Frühblüher-Mitmach-Aktion eine, wo wir versuchen, Winterlinge im öffentlichen Bereich, in öffentlichen Parks, Anlagen, an Hecken und sowas zu pflanzen und auszusiedeln. Und es ist vor allen Dingen eine nachhaltige und langfristige Sache. Das heißt, der Aufbau von so einer Winterlingfläche dauert in der Regel, bis es wirklich eine Fläche, eine Blühfläche ist, so 8 bis 10 Jahre. Und vom Aussehen von Samen bis zur Blüte sind so 3 bis 5 Jahre, sodass es auch Sinn macht, immer ein paar Knollen, die schon im nächsten Jahr blühen, mit der Aussaat von Samen zu verbinden, sodass man dort erste Erfolge sieht und dann Jahr für Jahr das Wachstum der Fläche. Und deswegen macht es Sinn, dass zum Beispiel die Samen und Knollen aus Kleingartenanlagen hier in Chemnitz, wo die Besitzer sagen, okay, wir wollen eine Fläche verkleinern oder wir haben ein paar Knollen übrig oder vor allen Dingen, wir haben jedes Jahr eine größere Menge an Samen übrig von unserem Winterling, dass sie diese bereitstellen, dass andere Bürger in der Stadt die pflanzen und sehen können. Natürlich können das die Kleingartenbesitzer auch selber machen in dem öffentlichen Bereich, aber sie können auch sagen, okay, wir sammeln die Knollen und die Samen und sorgen dafür, dass wir über entsprechend interessierte Bürger, die innerhalb weniger Tagen dann ausgepflanzt bekommen. Die Details von dieser Aktion, auch wo man das genau pflanzen könnte, was die besten Flächen sind, wie man das erkennt, die Sämlinge und die Jungwinterlinge, vielleicht auch sieht, wo schon was gepflanzt worden ist, das findet man auf dieser Aktionsseite, die hier vernetzt jetzt auch als Adresse auf dem Video angegeben wird. Was sich besonders eignet, wo es gepflanzt werden kann, sind natürlich überall unter laubabwerbenden Bäumen, Hecken und Sträuchern. Also alles das, wo ich im Frühjahr so Sonne oder Halbschatten habe, wo es also relativ hell ist und wo das restliche Jahr über Dunkelheit und Schatten herrscht. Also überall dort, wo dann die entsprechenden Plätze durch das Laub der entsprechenden Büsche und Bäume beschattet werden. Was sie nicht mögen, ist zu sauren Boden, also nicht dort, wo viele Rhododendron, Heidelbeeren, Moorbeetpflanzen und sowas wachsen. Dort fühlen sie sich nicht ganz so wohl, aber ansonsten sind sie relativ anspruchslos und sie gedeihen an vielen Plätzen hier in Chemnitz, wie man in der Stadt einen Kleingartenverein sehen kann. Und wenn wir dort noch viele weitere Flächen anlegen, ist das nicht bloß schön im Frühjahr, sondern es nutzt wirklich allen Insekten, also nicht bloß Bienen, Hummeln und Wildbienen, sondern auch allen Insekten, die in der Zeit unterwegs sind und nach Pollen und Nektar suchen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn viele in den kommenden Jahren dabei mitmachen, vor allem auch viele Kleingartenvereine das entsprechende Material mit dazu zur Verfügung stellen in Form von Knollen und Samen. Und ich würde mich freuen, viele neue Winterlingflächen in Chemnitz in den nächsten Jahren zu entdecken an unterschiedlichen Stellen. Vielen Dank und vielen Dank vor allem fürs Mitmachen.